Es gibt seltsame Rallyes und es gibt sehr seltsame Rallyes. Und eine sehr seltsame Rallye haben wir gestern gesehen, nämlich eine Rallye, bei der 80% der im S&P 500 enthaltenen Aktien fallen, aber der Index dennoch im Plus ist, in dem vor allem wieder der Nasdaq deutlich zulegen kann, weil einige wenige Aktien steigen. Und Sie erraten es, es sind die großen Tech-Aktien, während die große Masse der anderen Aktien gefallen ist. Und die Frage ist, wie nachhaltig ist das? Wir hatten genau das andere Bild am Montag, am Dienstag dann sozusagen die Rotation aus der Rotation. Und jetzt kommt ein Faktor ins Spiel, der vielleicht ein bisschen zu wenig beachtet wird, nämlich das Quartalsende. Wird das positiv sein für die Aktienmärkte? Das ist die große Frage. Ich würde vermuten, dass es vor allem jetzt um Liquidität geht und wir werden weniger Liquidität jetzt sehen in den nächsten Tagen, vor allem bis Monatsende, denn viele müssen raus, die eben in Aktien übergewichtet sind, Fondsmanager etc. und müssen ein bisschen in Anleihen umschichten und das dürfte verhindern, dass wir sozusagen jetzt komplett durch die Decke schießen. Schauen wir uns die Dinge mal an, meine Damen und Herren. Hier sehen wir das nochmal. Knapp 80% der S&P 500 Aktien ist gefallen mit einem durchschnittlichen Kursverlust von 1,28%. Das ist erstaunlich, wenn der Index selbst ja doch einigermaßen deutlich im Plus ist. Und an diesem Turnaround Tuesday, den wir gestern gesehen haben, sehen wir Small Caps, Value, Core und Growth, alles im Minus. Mid Caps, alle ziemlich deutlich im Minus. Auch Large Caps, Value im Minus. Nur Core und vor allem Growth deutlich im Plus. Und wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen, dann könnten wir praktisch hier so eine Linie ziehen, so quer durch, das Ganze in zwei Teile teilen, Banken und so weiter negativ, Energie negativ, so ziemlich alle Sektoren negativ, aber Tech, angeführt von Nvidia, die gestern 6,76% zulegen konnte, Google stark, Meta selbst, die fundamental so großartige, Tesla ist gestiegen, Microsoft, Apple und so weiter und so fort. Und wie extrem die Dinge sind, sehen wir an Nvidia, fast 600 Milliarden Dollar mal in 3 Tagen verloren, um dann gestern 250 Milliarden Dollar hinzuzugewinnen. Das ist also ein Swing von knapp 850 Milliarden Dollar in 4 Handelstagen. Das ist etwa das 1,5-fache dessen, was Tesla zum Beispiel wert ist, oder soll man sagen, noch wert ist, meine Damen und Herren. Also wir sehen, es sind krasse Dinge und Gruppen 6 zeigt das mal grafisch, was das bedeutet. Hier sehen wir diese Schwingungen an Marktkapitalisierung. Das ist mit Abstand das Größte, was jemals ein Unternehmen in der Börsengeschichte aufs Parkett gezaubert hat. Also man hat das Gefühl, man hat es hier mit Penny Stocks zu tun. Die steigen ja auch gerne mal 7% oder fallen 7%. Und das alles ohne Nachrichten hier im Fall von Nvidia. Da gab es ja nichts, rein gar nichts in Sachen Unternehmensmeldung, die in irgendeiner Weise eine Kursbewegung rechtfertigen würde. Und Zufälle und solche Dinge sind nicht beabsichtigt in diesen Charts. Wenn Sie mal den Nasdaq 100 mit Nvidia vergleichen, da sehen wir diese 3 Negativkerzen. Gestern dann diese Positivkerze. Ganz ähnliches Chartmuster zwischen dem Nasdaq und Nvidia. Nvidia hat jetzt übrigens im monatlichen relative Stärkeindex einen Wert von 87,6. Das sind Werte, die dauerhaft nicht funktionieren werden. Ich gehe davon aus, dass sich die Korrektur fortsetzen wird bei Nvidia. Vielleicht nochmal ein kleiner Anstieg, wahrscheinlich nicht das Allzeithoch, das wir gesehen haben, nochmal überbietend. Und dann der nächste Rücksetzer halte ich für das wahrscheinlichste Szenario. So oder so, wir haben gestern den schwächsten Handelstag des gleichgewichteten S&P 500 zum marktgewichteten S&P 500 gesehen. Also Equal Weight zu Market Weight. Das war der schwächste Handelstag seit Anfang Februar, während der marktgewichtete eben gestiegen ist. Ist der Equal Weight um minus 0,8% gefallen und das zeigt, dass wir eine massive Entkoppelung haben an den Märkten. Alleine Nvidia war für 32% des Anstieges verantwortlich im S&P 500, also ein Drittel könnte man sagen, und die
Korrelation zwischen einzelnen Aktien, also zwischen Aktien und dem Index, ist jetzt so gering wie seit Jahren nicht mehr. Wir hatten sowas mal 2017, ganz kurz. Also die einzelne Aktie repräsentiert nicht mehr einigermaßen das, was der S&P 500, also der Index, macht. Das ist schon entsprechend. Und hier sehen wir nochmal diese massive Konzentration. Drei Firmen, Nvidia, Microsoft, Apple, 21%. Des S&P 500 nehmen wir noch 5 dazu, also zwei andere dazu, dann sind wir bei 28% des Index. All das ist überdehnt. Ist das jetzt sozusagen etwas, das es sofort runtergehen muss? Nein, das hat mit dem oder hat weniger Auswirkungen auf das Trading, hat aber, und das kann man empirisch und ist durch Studien belegt, Auswirkungen für Investieren, denn in den nächsten 10 Jahren war jedes Mal, wenn wir eine nur ähnliche Konzentration in wenigen Aktien hatten, die den Index, die jeweiligen Indizes getrieben haben, war die Performance miserabel in den nächsten 10 Jahren. Also das ist kein gutes Zeichen. Und Long Run, wie Maynard Keynes sagen würde. Der Irrsinn kann aber natürlich immer weitergehen, aber bei dem Irrsinn machen immer weniger Aktien mit. Wir sehen, dass wir deutlich mehr neue Tiefs haben, neue 52-Wochen-Tiefs beim Nasdaq oder bei Nasdaq-Aktien als 52-Wochen-Hochs, und das Ganze jetzt schon seit 6 Wochen in Folge. Und da ist selbst die an sich bullische Bank of America macht sich Sorgen und sagt, das ist eine Ursache für einen Concern, also für eine Sorge, so heißt es eben bei der Bank of America. Und hier sehen, vergleichen wir das mal mit anderen Bullenmärkten. Normalerweise ist ein Bullenmarkt ein Markt, an dem viele Aktien steigen, die allermeisten Aktien steigen und nicht ein paar Aktien steigen und die meisten anderen fallen. Hier sehen wir mal blau, ganz unten diese Linie, das ist aktuell. Und da haben wir den Bullenmarkt 2002, 2020, 1990, dann ab September 2009. Da waren immer eine viel, viel bessere Marktbreite, und diese Marktbreite in dieser Rallye, die wird immer schwächer. Wir haben eine Konzentration, wie, hatte ich schon mal hier gezeigt, wie zuletzt 1929 in wenigen Aktien. Und weil das so ist und nur die wenigen gut laufen, ist der Fear und Greed Index sogar auf 39, weil eben der Market Breadth hier eine wichtige Kategorie ist, also die Marktbreite. Und dadurch, dass die so extrem miserabel ist, sehen wir, dass wir sozusagen offiziell hier Furcht haben. Was kommt jetzt? Das ist die große Frage. Und ich hatte schon gesagt hier, jetzt wird die Liquidität zum Quartalsende entscheidend. Wir hatten gestern ja schon die erste Anleiheauktion, 2-jährige Anleihe. Heute kommt eine 5-jährige Anleihe. Insgesamt wird 211 Milliarden Dollar emittiert jetzt in diesen Tagen. Und wir werden wahrscheinlich die Situation sehen, dass einiges wieder zurück in diese Reverse-Repo-Aktionen fließt. Das heißt, dem Markt latent Liquidität entzogen wird. Und das wird auch durch das Window-Dressing passieren, denn die Fundmanager, so eine Berechnung, werden um und bei 50 Milliarden Dollar rausziehen aus den Aktienmärkten, eben weil sie dann Anleihen stärker gewichten müssen. Das ist die Kalkulation. Gleichzeitig haben wir ja auch jetzt fast schon den Hochpunkt der Blackout Period, also wo die Unternehmen ihre Aktien nicht mehr zurückkaufen können. Also saisonal sind wir nicht zufälligerweise dann Ende Juni meistens auch relativ negativ. Dagegen, ich hatte es gezeigt, ist die erste Juli-Hälfte eigentlich die beste des Jahres mit über 2% im Plus. Das sind Daten seit 2028, und das ist das Erstaunliche, obwohl eben da die Buybacks oder die Blackout Period voll greift, also obwohl da eben zumindest die Unternehmen hier nicht eigene Aktien zurückkaufen oder viel weniger. Aber da gibt es wahrscheinlich andere Liquiditätsquellen, neue Gelder, die dann reinkommen. Das ist derzeit bei meiner zweitbesten Freundin Cathie Wood eher nicht der Fall. Da ist es so, dass 11 Milliarden Dollar abgezogen wurden von den Kunden, und der Rest wurde anständig verloren, kann man sagen. Also der Rest sind Marktverluste, 11 Milliarden. Ne? Also ich verliere mehr als 11 Milliarden am Tag. Das wäre für mich schon eher eine Petitesse. Gell? Also das verstehen Sie, so Portokasse und so weiter. Also wir sehen, die gute Kasse, die kommt nicht auf den grünen Zweig, und das hat mit Liquidität zu tun. Und interessant ist ja, dass die Geldmenge jetzt wieder gestiegen ist. Geldmenge M2, M3 wird ja nicht mehr berechnet von die Amis. Und hier sehen wir, dass wir leicht ins Plus gerutscht sind.
Tom McLean findet hier Interessantes und sagt, also natürlich ist Liquidität gut für Aktien, also M2. Und er zeigt, dass wir eigentlich, dass die Aktienmärkte nicht wirklich auf diesen Rückgang der Geldmenge M2 reagiert haben und das mit Verzögerung kommt, etwa ein Jahr. Und wir werden dann wahrscheinlich auch den Anstieg der Geldmenge M2 dann eben auch wieder sehen, aber eben auch verspätet in einem Jahr. Das finde ich eine interessante Grafik. Und die Fed, die sozusagen ja auch wesentlich in Sachen Liquidität ist für die Märkte und immer wieder sagt, sie sei data dependent. Jetzt hat der ehemalige Präsident der Weltbank, Robert Zoellick, gesagt, naja, ihr müsst euch erstmal vorstellen, dass oder erstmal klar machen, dass natürlich sowohl Paul, der Fed-Chef, als auch Madame Lagarde keine Ökonomen sind. Sind ja beide Juristen oder Juristinnen, könnte man sagen. Und dementsprechend sind die viel abhängiger von dem Staff, also von den Mitarbeitern der jeweiligen Notenbank. Und hier fokussiert man sich sozusagen auf Kriterien derzeit wie bei der Fed, auf die Non-Farm Payrolls, also die US-Arbeitsmarktdaten, die aber wahrscheinlich nicht verlässlich sind. So heißt es hier. Und sodass die Schwäche, die eigentliche Schwäche der Wirtschaft, wie wir sie hier im Economic Surprise Index von der Citi oder auch von Bloomberg sehen, hier nicht wirklich berücksichtigt wird und das kann noch wichtig werden. Die EZB ist ja da offenkundig ein bisschen anders unterwegs, aber insgesamt sehen wir, die Bond-Trader, die gehen jetzt davon aus, dass die Zinsen um 3% sinken werden bis März. 3% ist eine Menge Holz. Und man geht also davon aus, dass sozusagen die Renditen fallen. Am Freitag kommen ja auch die PCE-Inflationsdaten. Und das, obwohl Miss Bowman uns gestern von der Fed erzählt hat, dass sie also nicht davon ausgeht, dass in diesem Jahr noch die Zinsen gesenkt werden. Und vielleicht hat sie da einen Punkt, weil einfach die Wahlen eben anstehen. Und weil man natürlich vielleicht seitens der Fed auch fürchtet, naja, was passiert denn, wenn Trump drankommt? Der wird noch mehr Schulden machen, der wird gleichzeitig die Einnahmesituation verschlechtern, wird vielleicht auch die Unabhängigkeit der Fed versuchen anzugreifen. Und damit wahrscheinlich die Renditen weiter nach oben treiben, gleichzeitig eben den Dollar vielleicht abschießen. Also wie wird man da so handeln bei der Fed? Da wird jetzt wahrscheinlich einige Nervosität der Fall sein, so wie das in Peking auch der Fall ist, die ihre Wirtschaft nicht in Gang kriegen. Wir sehen heute die 10-jährige chinesische Staatsanleihe auf dem niedrigsten Stand seit Platzen von der Dotcom-Bubble. Und wir sehen, dass jetzt auch China jetzt 6 Tage hintereinander das Fixing niedriger gemacht hat. Also die Notenbank legt ja so eine Bandbreite fest. Und die hat man niedriger angesetzt in Relation zum Dollar. Nachtigall, ich höre der Trapsen in Sachen Yuan-Abwertung. Genau das passiert. Wir sehen E-Dollar-Stärke, passt auch nicht ganz zu dieser Rallye. Zumal ja auch Europa jetzt im Fokus ist. Bericht auf Bloomberg hier, selbst Macrons engste Alliierte versuchen jetzt ihn zu meiden, also sozusagen mit ihm nicht zu sehr in Verbindung gebracht zu werden, wie der Wirtschaftsminister zum Beispiel, Le Maire. Und hier sehen wir mal dieses Premium auf die 10-jährigen Risikoprämien, 10-jährigen französischen Staatsanleihen, stagniert in den letzten Tagen zu Deutschland, aber das wird jetzt langsam heißer, natürlich das Thema französische Wahlen. Hier sehen wir schon mal das, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist, aufgrund dieses Frankreich-Risikos, europäische Banken ganz unten, Nasdaq ganz vorne. Und übrigens ist auch die Zeit, wo die Konjunkturdaten in Deutschland und Europa besser waren. Die ist wieder vorbei, wie wir hier sehen. Das geht wieder deutlich nach unten. Also wenig Konjunkturerholung. Und vielleicht auch deshalb will die EZB zweimal jetzt die Zinsen senken. Das ist praktisch die Aussage von Rehn, dem EZB-Direktor. Der sagt, ja, also die Erwartung der Märkte, dass zweimal noch die Zinsen gesenkt werden in diesem Jahr, sei angemessen. Das heißt, in Notenbankersprech, ja, wir werden zweimal die Zinsen senken, so unsere Vorstellung. Ob das wirklich gelingt, das ist die große Frage. Interessanter Artikel, erste Empfehlung, gerne weiterempfehlen. Und die zweite, was schaut es denn jetzt aus mit dem DAX eigentlich? Der ist eingekeilt, aber die Gefahr ist noch nicht gebannt, heißt es in diesem Artikel. Warum, wieso, weshalb? Lesen Sie in diesem zweiten Artikel jetzt, sage ich Servus, ciao.